Hallo, hier ist Martin von Money Monkey. Das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 28.03.2022. Gute Nachricht ist, mir geht's wieder besser. Bin jetzt wieder in der Lage, Analyse einzusprechen und auch abzutippen. Das heißt, es wird für den Montag auch wieder eine Textversion davon geben. Mich hat es ja letzte Woche ganz gut hingerafft. Am Freitag hat dann auch unser Kleiner noch angefangen hinterher zu ziehen. Der hat dann angefangen stark zu fiebern und Richtung 40 Grad zu gehen. Das ist für uns nun das erste Mal gewesen, dass da bei dem irgendwie was ist. War doch ein bisschen anders. Also ich glaube, jeder, der Kinder hat, der kennt das. Wenn es das erste Mal heißt, dein Kind muss in die Notaufnahme, da bist du schon ein bisschen anders drauf, aber wir haben es ohne Notaufnahme hingekriegt. Er ist relativ gut auf die Fiebersenkmittel angesprungen und hat das hier besser gemacht als der Papa. Das Bild nur sinnbildlich dafür, das ist natürlich nicht mein Kleiner. So, und unser DAX, was hat der DAX gemacht? Unser DAX, der hat ganz brav gewartet, während Martin hier Corona ausharrt. Am Mittwoch ging das ja los, ne? Dann hat es ihn hier komplett nach unten gelegt. Haben schon, ach nee, da haben wir keine Analyse gemacht, ne? Das gab es dann nur für die bei uns hier einen Premium-Dienst haben. Die haben ja trotzdem über den Tag ihre Updates bekommen. Und da haben wir schon gesagt, also wir gehen davon aus, dass der hier wieder in der Range sich ein bisschen hochzieht. Dann gab es eine Analyse für den Freitag, nur in gesprochener Form. Da hat man gesagt, dass er bestimmt sich hier jetzt wieder so Stück für Stück ganz in Ruhe hochzieht. Vielleicht so in die 440, 450 rein, hat man, glaube ich, gesagt. Das hat er nicht mal geschafft, ne? Also ganz so viel ist es nicht geworden. Und von daher müssen wir eigentlich hier nicht viel Zeit verlieren jetzt. Denn es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Wir stecken noch immer in der Range, die man eigentlich gar nicht so eindeutig festmachen kann, aber ich würde so sagen, so zwischen 14.500 und 14.200 ist im weitesten momentan einfach noch mit Seitwärtshandel zu rechnen. Das heißt, solange wir da nicht rausgehen, oben oder unten, markant rausgehen, sollte auch erstmal damit gerechnet werden, dass das noch anhalten kann. Das habe ich schon eingangs letzte Woche gesagt, ne, dass man mit sowas langsam wieder ein bisschen stärker rechnen muss, dass das auch mehrere, ich habe, glaube ich, so aus Spaß gesagt, mehrere Monate anhalten kann. Das erwarte ich jetzt hier nicht, ne? Aber mehrere Wochen kann sich ein Markt durchaus in einer bestimmten Range festfahren. Und es ist einfach wichtig, dass man immer wieder dieses Bewusstsein für die Range hat, ne? Wir haben das auch ganz besonders bei uns im Chat gemerkt, jetzt am Freitag, als der hier so runtergedonnert kam, nochmal zum Abend. Es ist halt einfach nur eine Range halt, ne? Wie viele da dann nochmal plötzlich richtig unruhig wurden und auch so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, so, da war halt mal plötzlich Aufregung drin, ne? Und aber es ist halt trotzdem eine Range-Bewegung. Und in der Range ist es immer wieder so, dass der Markt halt mal stärker hoch und runde guckt. Wenn man auf der Ebene das betrachtet, ist eigentlich am Freitag überhaupt nichts passiert, gar nichts, ne? Also das ist hier ja mehr auf der Stelle rumgehampelt. Wir können in den Tagesschart gucken, auch dort können wir nur wieder sagen, dass es eine Inside-Kerze in dieser ganzen Spanne ist, die hier drinne steht. Nicht negativ, nicht positiv. Das ist einfach signallos zur Seite momentan. Und da wird jetzt wichtig, wo er rausgehen kann. Er darf natürlich gerne zum Montag raus. Alles, was er dafür bringen müsste, wäre sich hier, naja, ich sag mal schon mal, über 14.450 zu etablieren. Das wäre zumindest mal ein Anfang. Und dann halt auch schöne steigende Hochs, steigende Tiefs, ne? Auch nach 10 Uhr, nach 11 Uhr. Schön versuchen, an den Trend reinzukommen. Dann ist das realistisch. Sollte sich bloß früh nach der Kita-Eröffnung hier irgendwie 450, 500 da oben reinschießen, das ist schon fast viel verlangt, wa? Wo sind wir rausgegangen? 390? Naja, doch, es könnte passen. Also sollte er hier 450, 500 zur Kita-Eröffnung reinschlagen und dann aber direkt wieder nach unten kehren, hätte das wahrscheinlich auch nicht viel Wirkung. Dann wird er auch bloß wieder in der Range zurücklaufen, ne? Und das kommt man ganz gut zurecht, wenn man die Range akzeptiert als solche. Ich hatte das auch für den Freitag schon mitgegeben, ne? Wem der Seitwärtshandel nicht liegt, am besten einfach mal noch ein paar Tage warten halt, ne? Bis man wieder ganz klar raus ist hier aus dieser Spanne, bis der Markt wieder in eine neue Trendbewegung eingeht. Aber man muss halt auch wirklich, ne? Wir haben jetzt wieder viel Bewegung gehabt durch die Ukraine. Man muss davon ausgehen, dass da auch wieder ein bisschen mehr seitwärts reinkommen kann, durchaus, ne? Also das kann zum Beispiel so sein, dass sich so eine Range nach oben auflöst, ne? Der Markt springt dann hier mal 1, 2, 3 Tage einfach mal raus, dann steht er irgendwo bei 14.800 und dann macht er dort wieder 4 Wochen zur Seite, ne? Also das, wir sind jetzt noch keine 4 Wochen zur Seite, aber so kann das durchaus werden halt, ne? Dass dann wirklich eine Seitwärtsphase sich direkt an die nächste anschließt und da wirklich bloß so 1, 2 punktuelle Anstiegstage dazwischen sind. Das ist zumindest sehr, sehr, sehr typisch im DAX in Anstiegsmustern und muss man sich immer ein bisschen mit drauf einstellen halt, ne?
Man muss ja auch sein Trading anpassen. Ne? Ich muss in einer Seitwärtsrange, muss ich ganz anders handeln als in einer Trendphase. Ja, ich muss Rückläufe anders, ich muss mit meinem Fibus anders, aber ich muss mit Indikatoren, ich muss andere Indikatoren auch verwenden halt. Ne? Also das muss man muss schon aktiv einfach damit arbeiten. Ne? Und deswegen ist es immer ganz hilfreich, wenn einem vorher einfach mal einer sagt, hier, stell dich mal drauf ein, dass er ein bisschen zur Seite gehen kann. Das haben wir ja eingangs letzte Woche schon gesagt. Und ich würde auch hier zum Montag sagen, also wenn er uns nicht zum Montag rausspringt, wird es wohl auch noch ein bisschen weitergehen. Ja, zumindest fehlt jetzt hier erstmal eine neue Signallage, um diese Seitwärtsbewegung erstmal zu lösen. Sollte die nach unten lösen, unter 14.200, das ist alles unverändert, ja, also 14.100 dann das Ziel, dann die 13.99. So aus der aktuellen Perspektive würde ich sogar fast vermuten, dass die 13.99, ja, also das Aufsetzen auf den Unterstützungsbereich hier deutlich auch nochmal nach oben ziehen kann. Nur dass er einfach nochmal probiert, mit so einem neuen bereinischen Tief einfach nochmal einen Schlag oben rauszusetzen. Das fände ich sogar fast ganz stimmig, wenn er das macht, aber das ist natürlich keine Bedingung. Ne? Er kann auch ganz normal hier einfach jetzt rausklettern und weitersteigen. Kann auch wegschmieren, aber weiß nicht, ich finde ihn relativ stabil. Und wenn unser DAX ruhig und stabil ist, ist das immer so ein, naja, ist immer ein bisschen Vorsicht geboten halt, ne? Weil das eher sich über die Zeitachse dann nach oben auswirkt. So, also Fakt ist, über 450 kriegen wir leicht Potenziale Richtung 550. 500, da oben so in die Kante rein, sollte da drüber gehen. Haben wir nach wie vor bei 660 dort das Gap. Das ist nach wie vor guter Anlaufpunkt und eben auch die 14.800, die ja auch aus dem Tageschart raus wichtig ist. Das ist die Oberseite, die Unterseite haben wir gerade schon erwähnt, ne, unter 14.200, 113,99. Und alles, was tiefer geht, wird dann wirklich wieder ein bisschen negativer, wirklich deutlich bärischer. Also mehr Verkaufsinteresse würde das sich dann zeigen. Ne? Gerade wenn wir hier deutlich unter der 14.000 verschwinden, wäre das dann wieder deutlich, deutlich negativer. Ist es aber noch nicht. Und solange das noch nicht ist, würde ich deswegen auch noch nicht zwangsweise zu krass auf der Short-Seite, also auch nicht ausbauen hier oder pyramidisieren oder sowas. Das ist in der Range. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? In der Range funktionieren bestimmte Techniken nicht. Und das ist zum Beispiel Positionen aufzupyramidisieren oder also ins Plus, in Gewinn rein auszubauen und so weiter. Das funktioniert dann nicht. Kommt immer viel zu oft der Markt wieder zurück und pendelt einfach zwischen den Marken. Ja, und von daher mehr kann ich nicht mitgeben. Punkt. Ende aus. Über 450 leichte Tendenz Richtung 500. 550 ist dann aber trotzdem noch Range. Stellt euch darauf ein, dass er auch von dort wieder zurück kann. Im Zweifel kann er von dort wieder zurück bis 14.200, wird aber wahrscheinlich eher an diesen Mittelmarken immer wieder reinlaufen und sich drehen. Und ein guter Indiz für einen schönen Montag oben raus wäre tatsächlich schöne steigende Hochs, schöne steigende Tiefs, auch nach 10 Uhr, nach 11 Uhr. Und sehen wir Schwäche dann unter 14.200, ja, dann kann es ein schöner Montag unten raus werden. Ja, alles, was dem nicht gleich kommt, geht eher zur Seite. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier aus. Wünsche euch viel Erfolg zum Montag, gutes Gelingen, guten Wochenstart. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.